TV Waldviertel und Wissen TV und Tour sind heute zu Gast im Schwingungskom-Zentrum und Räuchermanufaktur in Statzendorf im Rahmen der Veranstaltung Tage der offenen Ateliers in Niederösterreich. Was die Künstlerinnen und Künstler zu bieten haben, das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Bei uns im Schwingungskonzentrum gibt es erstklassige Urdon-Trommeln, von mir produziert, Urdon-CDs mit toller Trommelmusik und natürlich meine Workshops und meine Veranstaltungen werden dargeboten. Ich stelle her Puppen, Kummerfresser, Eulen, Kirschkernkissen, Traumkernkissen. Alles ist aus Baumwollstoff mit Filz und bunten Schnüren kombiniert. Ich stelle heute meine Handarbeiten vor, gehäkelte Schals, gestrickte Schals. Ich habe hier auch so Kosmetiktaschen genäht und weiter stelle ich noch Schmuck her aus Schmuckdraht. Ringe können Sie bei mir erwerben oder auch Halsketten. Ja, bei uns im Schwingungskonzentrum gibt es gutes Räucherwerk, wenn man da sehen. Grundsätzlich alles rund ums Räuchern. Das heißt, von der Produktion vom Räucherwerk angefangen über die Räucherkeramik bis zu Workshops, Schnupperräucherabende und auch natürlich Themenworkshops. Ich male mit Acryl, ich male Aquarell. Bei uns war ein Porzellanmalkurs und da habe ich angefangen zum Porzellanmalen, aber das hat mir dann nicht mehr so taugt und dann habe ich ganz einfach Aquarell angefangen. Und so habe ich mich weiterentwickelt mit Pastellkreiden und Strukturpaste und ja, ganz Zubehör vom Malen. Mache aus den Espresso-Kapseln so ein bisschen Recycling, Kugeln, Blumenkugeln für den Garten, Taschen, Spiegeln hinter mir zu sehen und ich mache Kräutersalze und Öle und Strick zur Entspannung Decken. Ja, und zu den Decken mache ich dann auch noch so passende, farblich passende Bilder. Ganz besonders sind heute eben diese Taschen, wo das Jeans dabei ist, die gibt es, hat es bis jetzt noch nicht gegeben, sie sind heute das erste Mal. Die letzten sind in den letzten paar Stunden erst fertig geworden. Und das ist das, diese Linie, das ist das, mit dem ich den Handel beliefert. Das gibt es in Trachtengeschäften, das gibt es überall. Ich präsentiere wieder meinen Christbaumständer, meinen patentierten, der bereits einmal bei euch gezeigt wurde. Dann verkaufe ich mein selbst herausgegebenes Kinderbuch, das Zebra ohne Streifen. Das kann man dann mit einer persönlichen Widmung von mir haben. Im Weiteren habe ich Babyschuhe gehäkelt und Hauben und für Erwachsene Hauben und diverse Kleinigkeiten aus meiner kleinen Werkstatt zu Hause. Ja, bei mir seht ihr eben Recycling-Schmuck aus Industriematerialien und zum Zweiten bin ich Goldschmiedemeister und habe eben aus Edelstein und Silber verschiedene Schmuckobjekte zum Anbieten. Also ich habe meine Schwemmholzrahmen da, das ist ein Hobby von mir. Und das mache ich, dass ich nach der Arbeit einen kreativen Ausgleich habe zu meinem Bürojob. Das heißt, ich gehe gern spazieren und das Spazierengehen und das Kreativarbeiten habe ich mit den Schwemmholzrahmen dann verbunden. Weil zuerst muss man spazieren gehen, Schwemmholz sammeln, das sammelt ich an der Krems und an der Donau. Und dann nehme ich die Sachen mit in mein Atelier. Da werden die Schwemmhölzer gereinigt, also unter Wasser, werden gebürstet und dann schneide ich die zu, werden zusammengeleimt. Und das Schöne ist, es sind zwar immer dieselben Arbeitsschritte pro Rahmen, aber es kommt immer ein anderes Produkt dabei raus. Im Grunde habe ich da hergestellt, was mir auch während des Tuns immer wieder einfällt. Ursprünglich waren die Beetbeschriftungen das erste, was ich gemacht habe für den Garten, für die Kräuter und Gemüse. Und im Malen, im Beschriften sind mir immer wieder andere Ideen eingefallen. Irgendwann habe ich die Löcher gemacht, dass man Steine zum Umhängen auch hat. Ja, also mein Hobby ist der Schmuck und ich mache aus Murano-Glasperlen kurze Ketten und lange Ketten, die ich selber fädle. Es gibt aber auch Anhänger und Ringe und Ohrringe und Armbänder.